Gute Nachrichten für die Stadt Bamberg. Die beantragten Infrastrukturförderungen der Europäischen Union wurden bewilligt. Seit heute steht fest, Bamberg baut eine U-Bahn. Damit will die Stadt das wachsende Verkehrsaufkommen der letzten Jahre bekämpfen. Die Stadtratsfraktionen einigten sich heute im Eilverfahren auf zunächst 3 der ursprünglich 5 geplanten Stadtlinien. Dazu werden 15 U-Bahn-Stationen gebaut. Die U-Bahn wird die Stadtteile Gereuth, den Hain, das Laubanger Gewerbegebiet und Memmelsdorf mit der Innenstadt verbinden. Also mit der neuen U-Bahn ist natürlich ein großer Wunsch auch für das Stadtmagazin Bamberg in Erfüllung gegangen. Die Grundlage und die Voraussetzung für den Erfolg, den wir jetzt in den Fraktionen erreicht haben, ist sicherlich auch die Tatsache, dass es uns gelungen ist, über Monate hinweg abseits der Öffentlichkeit Verhandlungen zu führen. Für das Stadtmarketing sind hier 3 große Vorteile jetzt entstanden. Auf der einen Seite die bessere Erreichbarkeit natürlich der Bamberger Innenstadt. Auf der anderen Seite die Entlastung unserer Straßen und damit auch der Anwohner in Bamberg. Und auf der dritten Seite haben wir jetzt zusätzlichen Parkraum für die Menschen, die wir als Kunden so dringend benötigen in der Einkaufsstadt Bamberg. Also wahrlich ein großer Tag für alle Menschen zum Feiern. Erste Schätzungen des beauftragten sächsischen Tunnelbauers Tiefgrund gehen von Baukosten bis zu 850 Millionen Euro aus. Besonders teuer, so der Tunnelbauer, sei der Bau der Station Sandstraße, da hier die Regnitz aufwendig untergraben werden muss. Gleichzeitig sollen die Bamberger U-Bahnen die ersten grünen U-Bahnen Europas werden, gespeist aus 100% Sonnenenergie. Ja, also meine Grünen haben sich überzeugen lassen. Wir waren erst skeptisch, gebe ich zu. Aber da es sich ja um ein ganz innovatives Projekt handelt, nämlich auch eine Solar-U-Bahn, die es bundesweit noch nicht gibt und auch von der UNESCO abgesegnet, fanden wir das klasse und finden es toll, wenn hier jetzt eines Tages, also hier tatsächlich sogar vor dem Rathaus so eine Haltestelle entsteht. Praktisch, also besser geht's nicht. Und verkehrssicher ist es auch. In der Tat belegen Statistiken der Verkehrssicherheit, dass eine U-Bahn die Anzahl der vielen Fahrradunfälle signifikant senken würde. Würden nur rund ein Drittel der Fahrradfahrer in Bamberg auf die U-Bahn umsteigen, gäbe es gleich 33% weniger Fahrradunfälle. Zusätzlich steht die Stadt schon seit Jahren vor der Frage, wie man die Innenstadt attraktiver gestalten und den innenstädtischen Einzelhandel unterstützen kann. Ja, natürlich, U-Bahn ist für Gastronomie in Innenstadt Bamberg sehr gut. Ich sage immer, Ende gut, U-Bahn gut. Erste Kritik an der U-Bahn allerdings kommt nun von anderer Seite. Die Linienführung sei bisher wenig durchdacht und viele Stadtteile würden ganz ohne Anbindung zurückgelassen. Erst sagen sie, ja, sie machen eine U-Bahn in Bamberg und dann haben wir in Gaustadt überhaupt keine Haltestelle. Was soll das denn? Also da frage ich mich da, wo bin ich? Ernsthaft, die Leute, die kurze Wege haben, die kriegen die Haltestellen vors Haus und wir sitzen da in Bischberg, ist auch nichts. Wo soll ich denn da einsteigen? Lächerlich. Und dann sagen sie 40% Wahlbeteiligung, niemand geht so weit. Sie sind doch selber dran schuld. Das kotzt mich an. Schon morgen gibt es im Rathaus eine Pressekonferenz. Dann werden weitere Details der U-Bahn bekannt gegeben. Eins scheint jedoch schon heute klar. Bamberg steigt um.